Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Hier im schönen Drüsenberg. Naja, ob wirklich so schön ist, weiß ich noch nicht. Wir haben noch kaum mal gemacht. Und ich glaube, wir waren stehen geblieben hier bei dieser tollen Brücke, die ja nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, ich könnte mal was ändern. Und zwar erstmal den Bulldozer. Aber erstmal die Kacke mal weg hier. Dann habe ich mir gedacht, was ich mir schon Autobahn bauen kann. Ja. Autobahnauffahrt. Ist das eigentlich eine Auffahrt hier? Ja, das scheint eine Auffahrt zu sein, aber wieso ist das die schmaler oder breiter und die schmaler? Was ist das für ein Quatsch? Hallo, Bulldozer. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ach, ich kann ja gar keine Einbahnstraßen bauen, größere. Doch hier. Sechsspurige Einbahnstraße. Ja gut, ob das natürlich sinnvoll ist, glaube ich eher weniger. Warum brauchen wir mal eine zweispurige? Ist hier schon mehr bei? Mit Straßenbahngleisen. So, wann kann man eine Straßenbahn bauen? Muss wohl auch neu dabei gekommen sein. Na, auf jeden Fall wollte ich hier mal die Strecke hier durchziehen. Wenn das denn mal funktionieren würde. Das machen wir einfach so. Machen wir eine dadurch und eine. Da so. Und dann würde ich sagen, kann man nämlich hingehen und hier eine Abbiegespur machen, die dann hier oben so dran geht. So. Und hier an eine, die dann quasi wieder hier dran geht. Wenn er das dann macht. So macht er das, glaube ich. So, und dann können wir den ganzen Kram mal hier so umdrehen. Und dann muss ich mal eben kurz gucken. Dann können die in die Richtung drauf, in sollen von der Richtung. Sollen die dann am besten hier wieder drauf. Ein bisschen länger machen hier so. Am besten so. Und diese. Wo ist denn das? Abfahrt, ne? Von hier abfahren. Und dann am besten von hier. Würde ich sagen, so. Und dann hier wieder dran. Wenn er dann irgendwie machen würde. Das macht man den ganzen Kram ein bisschen runter. Wahrscheinlich wieder zu steil. Machen wir hier mal so einen Bogen rein. Das macht er nämlich. Und dann muss ich hier den Strommast wieder anschließen, weil sonst kriegen die wieder keinen Strom. Dann nöll die nämlich da auch wieder rum. Der Ort ist bereits belegt. Ja, dann macht das mal so hier. So. Dann drücken wir auf Start. Und dann mal gucken, wie sich die Kacke jetzt verhält hier. Ist natürlich blöd, das fahren die hier doch wieder ab. Ist da eine Ampel? Hör mal. Ich dulde hier keine Ampeln. Aus damit. Aus. Ampeln gibt es hier nicht. Ich will eine friedliche Stadt ohne Ampeln, ohne irgendwelche Fußgänger, die platt gefahren werden. Und warum? Eigentlich muss ich das umändern.
Tja, hätte ich besser anders machen können, ne? Indem ich halt hier eine Einbahnstraße mache, die hier rüber geht. Und dann in die Richtung auch wieder eine Einbahnstraße. Mit einer Brücke natürlich versehen. Weil sonst werde ich nämlich wahrscheinlicherweise hier Staus kriegen. Später. Weil die ja unbedingt meinen, dass sie hier ab müssen. Na gut, ich werde das erstmal so lassen. Mal gucken, wie sich das noch so verhält im lauferen. In der lauferen Zeit des Spiels, so, also in Zukunft. So, Industrie wird benötigt. Ja, okay, dann machen wir hier mal ein bisschen Industrie wieder dabei. Also passt das nicht? Achso, wegen dieser Kacke. In dem Klärwerk, okay. Ja, das ist schön. Dann machen wir hier mal direkt so eine Einbahnstraßen-Gedönse rein. Das passt natürlich auch nicht. Wegen dem Strom. Dann gehen wir eins zurück. Passt auch nicht. Noch eins zurück. Sag mal so machen. War ein bisschen doof, aber okay. Funktioniert. Erstmal. So, hier könnt ihr euch schön eure Industrie hinbauen. Nee, von mir aus alles verpesten, wie ihr wollt. Erstmals. Hey, hallo? Also. Hat ein Bäumchen im Weg. Okay, komm hier auch noch was hin. Dann haben die da ihre Industrie. Schüttet mir Wasser aus. Noch zu wenig. So. Geht da natürlich was. Auch kein Problem. Haben wir noch genug? Sieht damit Strom aus. Wir brauchen ein Kraftwerk. Machen wir hier noch so ein schmutziges Kraftwerk hin. Sollte auf jeden Fall strommäßig jetzt ein bisschen mehr sein. Ja, ist auf jeden Fall erstmal im grünen Bereich. So. Tja, dann können wir eigentlich hingehen und hier weiter ausbauen. Ich war am Überlegen, da ich hier die Anbaustelle habe, könnten wir ja eigentlich hingehen. Und ja, gucken, wie wir ein Industriegebiet machen. Entweder mache ich hier ein Industriegebiet. Auf der Seite. Indem wir halt die ganze Stadtzone einfach hier rüber setzen. Oder wir ziehen nachher mit der Industrie einfach irgendwo anders hin um. Da wir die einfach weiter hier ausweiten. Na, würde ich sagen, gucken wir erstmal. Was haben die denn hier? Geht's denn schlecht oder was? Kann doch gar nicht. Kranke Bürger. Warum kranke Bürger? Oh, warum? Ja, da würde ich sagen, müssen wir hier mal so ein Gedingsel noch hinbauen. Bauen wir da eine hin? Was kostet das Ding überhaupt? Ich baue die mal fröhlich hier hin. 10.000. Okay. Und dann, müssen wir mal so laufen lassen. Sind da schon ein paar Tote.
sollte ich vielleicht mal hingehen und noch einen Friedhof da eben bauen. Sonst werden die auch nicht abgeholt. Kostet 8000. Ja, dann bauen wir immer so einen Friedhof hin, würde ich sagen. Oder ein bisschen an der Hauptstraße. Hier so. So, da fangen jetzt schon mal ein paar Leichenwagen rum. Und da werden schon wieder welche abgeholt. Ach so, direkt mit 4 Krankenwagen. Ja, so schlimm kann das gar nicht sein. Und wieso fehlt denn jetzt Strom? Hallo? Ach, ich habe die Stromunterbrechung ja irgendwie. Irgendwie unterbrochen aus Versehen. Wahrscheinlich dadurch, dass ich den Friedhof dahin gebaut habe. Boah, hört auf mit dem Gebimmel da. Na, geht ja noch. Geringe Zufriedenheit. Okay, dann müssen wir mal so einen Park da irgendwo hinklatschen. Kleiner Spielplatz. Park mit Bäumen. Der ist aber groß, der Park. Was nimmt denn der so an? Ja, bestimmt nicht neben Friedhof. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Hier so. Komm, dahin. Reicht das? Haben wir ein paar kleinere Parks? Und wenn die so teuer sind, kosten Tausender. Ja, das ist auch schlecht. Baukosten 1000, aber was hat denn dahinter Ding? Sieht mir schon gar nicht so danach aus. Dann bauen wir da noch einen hin. Ja, und die da oben sehen auch nicht so fröhlich aus. Ja, und da geht natürlich wieder der Strommast flöten. Bauen wir den mal hier hin. Wieder ein Strommast weg. Natürlich. So. Ja, genau. Und ich wollte ja noch ein paar mehr Häuser dahin bauen. Was ist hier kaputt? Wieso sind die alle krank? Ist das Wasser nicht gut? Kann das? Dass die irgendwie das verseuchte Wasser hier mitnehmen oder so? Kann aber eigentlich nicht. Ja, vielleicht geht ja auch gerade eine Grippewelle rum oder sowas. Wer weiß das schon. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Wohngebiete. Sollte ich vielleicht mal sagen, Straße weiterziehen. Lass mal bis hier hin. Dann ziehen wir die direkt auch weiter. Muss ich kurz den Strommast da wegmachen. Kriegen gleich wieder keinen Strom. Ist klar, was fehlt da jetzt noch wieder hier? Oh, sie verarschen. Habe ich doch gerade weggemacht, das Ding. Hallo. Ach so, kein Geld. Haha. darum. Okay. Kann ich hier den Strommaster wieder anschließen? Geht das? Ach, die haben wir noch Strom. Da geht auch noch Strom hin. Sollte da eigentlich kein Problem sein.
So, jetzt muss ich mal kurz hier ein paar von diesen Dienstgebieten hierbei machen. Kann ich nämlich eine Wasserleitung ziehen? Hat die wenigstens ein bisschen Wasser da abkriegen? Bis dahin, nicht weiter. Ich habe nur noch 7 Talers über. Dienstleistung. Das ist schön. Ein Busdepot. Taxis kann man ja auch bauen, stimmt. Ja, und hier haben wir natürlich jetzt noch so eine Straßenbahn. Allerdings muss ich dann hingehen und die Straßen alle updaten. Und da fehlt mir gerade ein bisschen Kleingeld für. Ja, weiß ich. Geh mal nicht auf die Nüsse. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Muss schon wieder am Pissen, ey. So, da kommt wieder ein bisschen Geld rein. So, jetzt mal die Straße hier noch weiterziehen. Nicht genügend Geld. Achso, nur so ein Stück drin kann ich bauen. Ja, toll. Muss ich nur mal warten, bis wieder Geld kommt. Immer der gleiche. Geld, Geld, Geld. Boah, kann man diese Lalülala-Kacke nicht leiser machen? Geht mir tierisch auf die Nüsse. Was ist denn das? Umgebungslautstärke? Wahrscheinlich. Machen wir auf 20%. Naja, es, nicht wirklich so viel leiser, ey. Schade, dass es da keine Option für gibt, dass man irgendwie die Palaver-Lampen weniger. Wie viele McDonalds-Dinger habe ich denn hier? Ist das, der McDonalds City oder was? Boah, hier denn mal. Was ist hier denn kaputt? Sag mal, geht's noch? Das ist ja unglaublich. Und überall nur kranke Leute. Habe ich irgendwas vergessen zu bauen? Krankenhaus geht noch nicht. Krematorium natürlich auch noch nicht. Sauna? Wie ich denn mit einer Sauna? Ah, okay. Macht unser Müll überhaupt? Ist das Ding voll oder ist das schon wieder leer? Hier ist das Ding. 26% voll. Okay. Ziemlich neblig hier. Drehen wir mal eben hier die Kamera ein wenig. So, was haben wir hier? Ein Carlsberg-LKW. Wenden die eigentlich immer noch hier? Ja, ne? Wie gesagt, wenn er zu viel werden sollte, dann werde ich hingehen und hier 2 Brücken hinbauen. Also 2 Stück. Einmal eine, die in Einbahnstraße hier lang geht, in der Stadt rein. Und dann nochmal eine andere Einbahnstraße, die wieder rausgeht. Sollte wahrscheinlich ein ganzes Stück besser sein. Weil ansonsten sehe ich da nämlich schwarz. Sollte man zumindest mal meinen, weil, ne? Stau und so, das hatten wir ja schon im anderen Teil, also in der ersten Staffel. Und das war nicht schön. So. Ich muss so einen Vorort hier bauen. Und dieses, Hauptstadtgebiet, da bauen wir nachher woanders hin. Wobei hier auch nicht viel mehr Platz ist. Und ich kann, glaube ich, eh noch gar kein neues Stück dabei kaufen. Also, was jetzt hier so,
neues Gebietsschema. Was kostet das überhaupt? Hier, 8000. Kostet. Könnte ich mir kaufen. Aber will ich noch nicht. Also wir können auf jeden Fall theoretisch hingehen und industriemäßig, die würde ich am liebsten woanders hinpacken. Vielleicht sogar nachher hier hin. Und das Inselstück hier. Und dann hier alles vollbauen in die Stadt. Und dann hier auch noch so. Und dann so verschiedene Parzellen halt machen. Aber ja, da müssen wir nochmal gucken. Das weiß ich noch nicht so genau. Und ich weiß auch nicht, wohin das Wasser fließt, weil hier nämlich gar keine Wellenleitung ist irgendwie hier. Normalerweise hat man so eine Anzeige, wohin das Wasser fließt, aber das ist ja irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Also ich wüsste jetzt nicht warum. Sollte ja eigentlich nicht sein. Guck mal hier, der ganze Mod ist noch nicht weg hier. Hast immer noch so viel. Verstehe ich eigentlich auch nicht. Müsste eigentlich schon ein bisschen weniger sein. Aber irgendwie, will der wohl nicht so ganz. Zumindest so, wie ich das eigentlich vorhab. Ist ja immer das Problem, ne? Man, plant hat irgendwo im Kopf so, aber wenn man das dann umsetzen will, dann kommt da was ganz anderes raus. Ist aber, glaube ich, Standard. So, kann ich jetzt die Straße ja nicht fertig bauen? Ja, geht doch. So, dann sind wir noch nicht fertig, sondern wieder Einbahnstraßen. Mal eben gucken, welche Richtung das hier ist. Also muss ich die andersrum laufen lassen. Das sind natürlich hier ein paar Strommäste. Die kann ich dann wahrscheinlich aber wegreißen. Weil die ja automatisch Strom kriegen, sobald die sich verbinden. Und dann ziehen wir einfach hier einen durch. Und dann passt das.